Radioaktiven macht dem Mistvieh gar nicht so viel aus. Dann wollen wir doch mal sehen. Fusionssprengstoff, Schaden, Radius, Waffenwirkung. Wieso nicht? Wieso nicht? Interessiert ihn wohl gar nicht. Bin wohl zu klein, um angegriffen zu werden. Oh, jetzt ärgert sie ihn irgendwie. Okay. Dann eröffnen wir mal das Feuer. Ah, Granaten habe ich aber nicht mehr. Schade. Ich könnte noch mal das Schild schwächen. Und... Oh, who cares? Oh ja, synthetische Feinde, wunderbar. Aber nur kurzzeitig, verdammt. Der geht nicht auf mich. Schadet mir aber. Garus ist hinüber, so ein Weichei. Und Kopf anziehen. Oh, wir haben schon... Oh, Moment, Moment. Aha. Hat sie eingesetzt? Interessant. So. Nicht verfügbar. Lassen wir Garus mal wieder aufstehen. Der hat auch noch ein paar nette Fähigkeiten. So. Einmal du. Ah. Das funktioniert noch nicht ganz. So, Garus, bevor du wieder abtrittst. Moment, Schild. Vielleicht hilft's. Nein. Jetzt bin ich wieder im Fokus. Jetzt würde mich ja eigentlich mal interessieren, wie viel Schaden ich tatsächlich angerichtet habe. Jungs, kommt er zu mir? Oh, guck mal, da ist einer. Wow. Ich brauche definitiv die Schildmanipulation. Belastet feindliches Schild. Hm. War vielleicht nicht die beste Idee, den zu Fuß anzugreifen. Hm. Und ich würde fast darauf wetten, dass ich irgendwie... Hä? Wie viele habe ich von denen schon? Ah, okay, so viele also. Genau so viele, naja. Ich dachte, den hätte ich erledigt. Ah, nee, es war jemand anders, okay. So. Mich ganz gut erwischt. Ich ihn dafür aber auch. So, dann bleiben wir mal in unserem Makros für den nächsten Angriff. Da ist der Geht-Koloss. Okay. Scheinfresser. Na.
Schild unten halten. Was ist denn los? Wieso kann ich denn keine... Was soll ich denn sagen? Dann schieß doch mal einfach dagegen. Das wird es mir viel einfacher machen. Ah, wunderbar. Er kann nicht mehr auf ihn schießen. Deswegen hält er jetzt gerade still. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass einer dieser Außenposten die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Augenblick. Wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Schon, das hast du schon gesagt. Das brauchst du uns eigentlich nicht nochmal erzählen. Ups. Ja. Ups. Ja. So, ich wollte eigentlich... Wow, schade. Kein Backflip. Das wäre es nochmal gewesen. Und sanfte Landung. Naja, einigermaßen sanft. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was wir da drüben noch finden und ob wir noch vielleicht ein bisschen was an Gestein finden. Wer weiß. Leider kommt man auch so nicht zum Schweben, obwohl die Flugzeit sich dadurch doch wahrscheinlich ein Ticken verlängert. Aber wahrscheinlich so minimal, dass es gar nicht wirklich auffällt. Naja. Yeah, Freudenfeuer. Jetzt habe ich die Normandy abgeschossen am Schwachpunkt und die stürzt jetzt hier ab und wir haben verloren. Irgendwie so ein Blödsinn müsste jetzt kommen. Das wäre es doch mal. Sie haben verloren. Keine Möglichkeit, Speicherpunkt wiederherzustellen. Normandy wurde zerstört, alle Speicherpunkte wurden zerstört. Sie müssen ganz von vorne anfangen. Wäre es natürlich. Naja. So, wollen wir noch mal sehen. Da. Wieso sehe ich das Fragezeichen zuerst? Da wollte ich doch noch gar nicht hin. Merkwürdig. Oh, das sieht krass aus. Jetzt würde unser Fahrzeug irgendwie laufen können, aber naja. Kann es natürlich jetzt nicht. So. Gestürzte Sonde, wir kommen. Nein. Oh, verdammt. Naja, es wurde knapp, aber es ging noch. So, jetzt wollte ich nochmal dahin. Und eventuell über den Berg, der da ist. Und natürlich wieder mal nach Mineralen sich besuchen. Der Aufstieg dürfte ja relativ leicht sein bei der Struktur. Von daher ist das auch kein langer Umweg. Sehe ich da hinter der Fahne was? Ich glaube nicht. Doch. Tatsache, unter der Fahne ist was. Ein seltsamer Entschilder. Massiv wahrscheinlich deutlich Zeichen von Beschuss durch Massenbeschleunigungswaffen über die Xenon. Xenobiologie da in ihrem Kampf. Spätestens nicht, sie muss von einem bekannten Welt hierher gebracht worden sein. Von einer unbekannten. Ja, natürlich. Ach nee, Moment. Der Schädel war die Besonderheit. Ich wollte schon sagen. Warum hätte ich denn sonst das Fragezeichen vorher sehen können? Wäre ja ein bisschen merkwürdig gewesen. Wäre doch mal interessant zu wissen, was für eine Spezies denn das dann ist.
uralte Trümmer. Ja, vielleicht wieder eine Daten... Ah, Datendisk. Nein, das waren Torianische Insignien. Moment, ich wollte noch mal... Das ist ungefähr in die Richtung. Aha. F ist also reparieren und das, wenn ich im Fahrzeug sitze. Aha, okay. Das erklärt, wie ich sonst nicht mein Fahrzeug... Ach du Schande, muss man erstmal drauf kommen. Im Fahrzeug sitzen und dann F drücken. Das war jetzt auch nur, weil ich die Finger falsch hatte. Und auf F anstatt G gedrückt habe. Oh, ich sehe was Orangenes, ich sehe was Orangenes. Oh. Da haben wir unser Flugzeug mal gewaltig verlängert. Das ist natürlich cool. Na, jetzt weiß ich auch, wie man das Ding repariert, wenn man dann zum Beispiel hier mit so einem Dreschlund, wenn der einen erwischt hat, und einem alle Reifen glühen. Naja, der Ausflug hat sich gelohnt. Ich weiß, wie man das Fahrzeug repariert. Und ich habe noch was gefunden. So, damit hätte ich 3 gefunden. Damit müssten es eigentlich alle sein. Und ich kann zurück zu Normandie. Wunderbar. Ein Hauptsystem. Ja. Nee, in diesem System. Dann müsste es einen anderen Planeten geben, auf dem ich landen kann. Denke mal, Torianische Insignien. Eieiei, die Torianer waren auch schon überall, ne? Sag bloß, dass auf dem kleinen System mit 3 Planeten, dass da einer... Ah, nee. Grisom. Da gibt es anscheinend auch noch was. Na gut, dann werden wir sie mal aus ihren Löchern vertreiben. Bänder. Ja, guck mal nur erkunden. Ein Medaillon haben wir gefunden. Alles klar. Dann hier... Können wir auch nur erkunden. Leichtmetallvorkommen, ja. Notanbahn. Das wird Gasriese sein. Ja. Dann ist da noch ein Mond, auf dem die jetzt wahrscheinlich sein werden. Hitzegefahrstufe 1, aber der Planet ist blau. Okay. Ah, diese geht. Die sind natürlich dagegen ein bisschen gewappnet. Wenn man so will. Ich meine, die sind ja zu einem gewissen Prozentsatz organisch. Und zu einem anderen Prozentsatz eben. Wahrscheinlich einem höheren Prozentsatz mechanisch. Was sie dann von der Kälte her nicht beeinflussen dürfte. Oder der Hitze. Von daher... Ja. So, hier, das sieht nicht nach Gefahr aus. Höchstens, dass da eventuell ein Dreschlund ist. Den wir jetzt natürlich mehr oder weniger als offenem Maul fallen könnten. Ja, ich würde mal drauf tippen, dass wir auf die andere Seite hiervon müssen. Ich hoffe es zumindest... Oh, scheinbar. Wir müssen hoch. Ja, ich dachte, wir müssten... nicht hoch, aber anscheinend ja schon. So. Dann wollen wir doch mal. Alles klar. Weiter geht's. Was? In die Gegenrichtung? Na ja, gut. Ah ne, war ja nicht die Gegenrichtung, war ja eine andere. Ich bin ja hier hochgefahren. Erstmal habe ich ja versucht, drum herum zu fahren, deswegen. Ja, es passt schon, passt schon. So. Können wir doch mal sehen. Was wir hier noch alles finden können. Das werden wohl nicht die Gate sein. Hoffe ich zumindest mal nicht, dass die das sind. Weil
dann hätte ich keine Feinde angezeigt. Ja, aber da wird ja vorher eh mein Radar aussetzen, von daher ist das ja nicht so dramatisch. Boah, da komme ich nicht durch. Ist ja krass. So, einmal schneller sein. Na. Oder auch nicht. Kyrosprengsatz. Interessant, ist mal was anderes. Ein Friersprengsatz sozusagen. Warum nicht? Wir fahren jetzt nochmal hier ein Stück rein. Und da durch die Schlucht zu fahren, damit wir abdecken können, dass da nichts an Material ist. Ja, das ist jetzt die beste. Oh, ich sehe was. Da, es war also doch richtig, hier hinzufahren. Wird auch wieder am Rand des Gebiets sein, was wir da erkunden können. Nehme ich doch mal an. Ich müsste jetzt gleich irgendwie die Grenze auftauchen. Oder auch nicht. Komisch, wieso ist die Karte so weitläufig? Ah, nee, da hinten ist die Katze. Okay. Alles in Ordnung. Oh, du, diese ganzen Löcher hier. Ah, jetzt muss ich auch noch da runter, okay. So, aussteigen ist ja kein Problem. Nur das wieder hochfahren wird wahrscheinlich ein little bit problematisch. Magnesium. Ah, Gefahrenstufe. Da ziehen natürlich alle gleich die Waffen, weil sie Schaden erleiden. Bringt aber nicht viel. Ah, guck mal hier. Da haben wir doch eine Schlucht. Wenn wir da uns nicht unbedingt an einen festen Weg halten müssen, weil wir irgendwas erreichen wollen, was gerade vor uns liegt, ist das vielleicht gar nicht so schwer hier durchzukommen, wenn man immer diese Wege nutzt. Man sollte natürlich nicht hier die ganze Zeit abstürzen. Ja. So. Gut. Da kommen wir der Gate-Basis auch schon näher. Das da hinten ist er nicht. Das ist nur ein heller Stern. Da unten ist sie. Ob man die von hier schon angreifen könnte? Nein, ich wollte eigentlich genau. Das hatte ich fast schon befürchtet. Ich müsste praktisch meine Schnauze wieder mal in irgendeinem Loch verstecken. Aber naja, gut. Passt soweit schon. Wir haben ja jetzt rausgefunden, wie wir das Ganze reparieren können. Was ich dann im Notfall auch machen würde. Ich habe ja noch 99 Reparaturpunkte übrig. Oder meine Fähigkeiten zur Reparatur sind auf 99, whatever. Irgendwie wird das schon so zusammenhängen. Ja, ist gut. Ich fahr ja schon. Dämliche Gate-Kolosse, unglaublich. Na komm, der muss doch. Genau, der feuert jetzt nur noch ins gegen den Felsen da. Sehr praktisch für mich. Komisch, der am Geschütz muss auch besoffen haben. Der schießt ja die ganze Zeit irgendwo hin, nur nicht dahin, wo er soll. Okay, eine hohe Trefferrate habe ich da mit dem hier wohl nicht. Ach doch, habe ich. Jetzt habe ich ihn runtergepustet. Guck mal einer an, da ist der Kopf von einem. So, erstmal. Oh, ich kann noch einmal zoomen. Wunderbar. So, der ist also auch runter. Da muss ich allerdings ein bisschen aufpassen. Wow,